Hamlet. Wir sind schon wieder in einem PVT. Dieses Mal wieder amerikanische Ladder. Wir sind in der Destiny-Philosophie. Und das bedeutet, wir wollen einen einfachen One-Base-Build spielen. Dann eine Exe schmeißen, wenn der Gegner nicht schon am Foregate stirbt. Und dann im Midgame, Late Game die Oko-Lernschritte befolgen. Aber das ist eine Probe zu viel. Wir müssen gleich unsere Base scouten. Mal hier unten hingehen. So, Core zu spät, das ist nicht gut. Okay, währenddessen können wir scouten. Das ist der Core. Wir klicken mal auf den Nexus. Ich glaube, er spielt auch ein Foregate. Alles, wo ist das? Ja, das sollte jetzt relativ easy sein zu defenden, würde ich mal sagen. Hoffe ich zumindest. So, dann gucken wir mal, was bei ihm so geht. Energy. I'm here in the shadows. Reckoning
Das sollte es für ihn gewesen sein. Frage ist, hat er schon eine Exe oder nicht? Okay, schauen wir mal, was er von der Robo hält. Und von DTs. Ich habe zu viel verloren. Ich hätte nicht die beiden Zealots, die ich verloren habe, gegen den Erten Stalker mehr. Damit war dann alles gegessen. Und ich habe dann auch zu spät getaggt. Wo sind meine Replays? Wahrscheinlich hat er dahinter auch geäxt. Ich sofort auf eine Robo gehen sollen. Ich habe den Verteidigervorteil, eine Sentry bauen. Schauen wir uns das an. Wir waren eigentlich vorne, weil wir seine Pylons zerstört haben.
Er hatte den Zealot nicht. Und er baut auch die Gates eigentlich zu spät. Wir müssen den Zealot da unten direkt scouten. Der darf da nicht entstehen. Er warbt halt nur Stalker rein. Und wir haben zwei Zealots verloren. So, jetzt kommen seine Stalker da nicht raus. Aber wir kriegen unendlich Overmints. Das war hier noch der entscheidende Fight. Ja, er kann uns contain, wir nicht. Er hat mehr Income als wir. Ja. 25 zu 19 Arbeitern. Damit ist die Sache gegessen. Das war's für dieses Spiel. Foregate gegen Foregate. Deswegen spiele ich in der Platin-Liga Edel Scott. Konter zu Foregate. Dass der Chat hier immer direkt aufgeht, krass. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Okko spielt, den anderen Formaten auf meinem Channel. Bis zum nächsten Mal.